Moin Leute, heute geht's um die Overeight Gold. Was für ein Kracher, oder? Willkommen zurück. Heute geht's um die Overeight, eine 12 Segmente High Bond Carbon Verlängerungsstange. Aber bevor wir dazu kommen, bist du neu auf dem Kanal und interessierst dich für Videos rund um die professionelle Reinigung, Tooltests, Tooltipps, dann klick doch mal da unten den Abo-Button, damit du kein Video mehr verpasst. Und mach am besten auch gleich das Glöckchen an, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn neue Videos onkommen. Gut, heute geht es um dieses Goldstück hier. Wie ihr seht, hat die satte 12 Segmente und ich zeige euch das mal ein wenig dichter, sieht man das so rum? Ja, sie ist auch nicht komplett rund. Das ist ein riesen Vorteil bei dieser Stange, weil sie nicht verdrehen kann. Die Overeight kommt von? Overeight. Kommt von Overeight? Die Overeight ist von einem englischen Produzenten. Overeight heißt da sogar die Marke. Wahnsinnig leicht. Ein weiterer Vorteil von dieser Stange, man muss nicht permanent mit diesem riesen Kravenzmann arbeiten. Man kann auch an mehreren Stellen eigentlich jedes Segment die Stange auseinandernehmen. Ihr seht, dann hat man noch ein kurzes Stückchen. Das geht eigentlich bei jedem Segment, was ich ganz cool finde, weil man braucht ja nicht immer 13,50 Meter. Das gute Stück hat reichlich Zubehör, da kommt noch mal ein Video, das verlinke ich euch, weil hier passen die normalen Eurotreat Sachen nicht rein. Overeight braucht die spezielle Aufnahme, klingt erstmal doof, ist aber in der Hinsicht gut, weil auch die sich nicht verdrehen kann, weil wie auch Patmans, wenn man bei den runden Stangen die Aufnahme nicht fest genug dreht, dass die Stange sich doch wegdreht, das kann hier nicht passieren. Und wie gesagt, zu dem Zubehör, weil das Zubehör-Set ist richtig geil, da gibt es richtig viele Möglichkeiten. Das verlinke ich euch hier oben, wenn ihr das seht. Dann nochmal, wenn es online kommt, ich mache jetzt erst die Stange. Das Stück ist natürlich, nicht ganz billig. 1680 kostet die und ist sie das wert? Also ich finde auf jeden Fall. Ich zeige euch mal, wir haben das ganze Ding mal lang gemacht von außen. Cool finde ich das von der Höhe her, weil die längeren Stangen, da hantiert man ja hier oben irgendwann rum. Bei der ist das eine angenehme Höhe, obwohl sie jetzt hier auf meinem Fuß steht. Wie findet ihr die? Schreibt mir doch am besten mal in die Kommentare und würdet ihr euch das gute Stück kaufen? Wenn ja, der Link ist da unten, wo ihr die bekommt und das Ganze ohne englischen Zoll. Ihr seht, es pendelt ein bisschen, aber auch die Länge ist das Ding doch echt stabil. Noch stabiler ja dann, wenn man sie mit einer Bürste irgendwo an der Hausfassade hat oder an was auch immer man dann gerade reinigt mit dem Ding. Da ist ja einiges möglich. Wie findet ihr sie? Schreibt es mir doch am besten mal in die Kommentare. Braucht man sowas? Also ja, auf jeden Fall. Ich würde sie mir holen, wenn ich noch große Sachen machen würde. Ciao, euer Nils.